Jeder weiß, dass Leonardo da Vinci eines der größten Genies der Renaissance war. Er wurde 1452 unweit von Florenz in einem kleinen Dorf namens Anciano bei Vinci geboren und starb im Alter von 67 Jahren in Amboise, Frankreich. Er war der uneheliche Sohn eines Bauernmädchens und sein Vater stammte aus einer wohlhabenden italienischen Adelsfamilie. Da Vinci wurde von seinem Großvater väterlicherseits aufgezogen, der beschloss, seine Mutter eine Mitgift zu geben, damit sie einen wohlhabenden Bauern heiraten konnte. Sie bekam später einen weiteren Sohn und 4 Töchter. Aufgrund seiner Liebe zur Natur und zu den Tieren wurde Leonardo da Vinci Vegetarier. Er war ein Universalgenie. Anatom, Architekt, Paläontologe, Botaniker, Philosoph, Ingenieur, Erfinder, Musiker, Dichter und Stadtplaner. Populär geworden ist er jedoch vor allem durch seine Kunst, sowohl in der Malerei als auch in der Bildhauerei. Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Mona Lisa und das Letzte Abendmahl, sowie die Zeichnung des vitruvianischen Menschen, welcher die idealen Proportionen des menschlichen Körpers widerspiegelt. Da Vinci war ein hervorragender Psychologe und wusste, dass er unbemerkt eine heterodoxe Symbolik in die religiösen Werke einführen konnte, mit denen er beauftragt wurde. Seine religiösen Überzeugungen waren weit von der christlichen Orthodoxie entfernt. Aus diesem Grund verwendete er eine geheime Symbolik mit der Absicht, dem wissenden Beobachter bestimmte Informationen zu vermitteln, die auf keine andere Weise veröffentlicht werden durften, weil dies gefährlich gewesen wäre. Diese Symbolik findet sich in allen seinen Werken, vielleicht am deutlichsten in dem Wandgemälde Das letzte Abendmahl, einem der schönsten Gemälde der Welt, welches direkt auf eine Wand im Refektorium des Dominikanerklosters Santa Maria della Grazie in Mailand gemalt wurde. Das Gemälde ist 4,60 Meter hoch, 8,80 Meter breit und wurde im Auftrag des Herzogs Ludovico Sforza von Mailand zwischen 1495 und 1497 gefertigt. In diesem Werk fehlt ein sehr wichtiges Detail, nämlich der Wein, mit dem der Künstler wohl andeutungsweise auf einen ganz anderen historischen Zeitabschnitt hinweisen will. Im Jahr 2003 veröffentlichte der Schriftsteller Dan Brown sein Buch The Da Vinci Code, in dem er spekulierte, dass der Apostel Johannes in Wirklichkeit Maria Magdalena darstellen sollte, die angeblich mit Jesus Christus sogar Nachkommen gehabt haben soll. Das letzte Abendmahl stellt den Moment dar, in dem Jesus seinen Jüngern ankündigt, dass einer von ihnen ihn verraten wird. In der Darstellung der Szene sitzt Jesus isoliert und die Jünger sind in 4 Gruppen zu jeweils 3 Figuren aufgeteilt. Nach einem Leonardo da Vinci zugeschriebenen Manuskript aus dem 19. Jahrhundert sind die Jünger von links nach rechts wie folgt angeordnet. In der ersten Gruppe Bartholomäus, Jakobus der Jüngere und Andreas. In der zweiten der Verräter Judas Iskariot mit schwarzem Haar und Bart, Simon Petrus, der ein Messer in einer Hand hält, und Johannes. In der dritten Gruppe sind Thomas, Jakobus der Ältere und Philippus zu sehen. Und schließlich in der vierten Gruppe Matthäus, Judas Thaddäus und Simon Zeoltes. Die Szene ist sehr ausgewogen, mit Jesus in der Mitte und den 6 Jüngern auf jeder Seite, die in 3er Gruppen angeordnet sind. Im Gegensatz zu den anderen Figuren befindet sich der Meister in einem gleichseitigen Dreieck, das Vollkommenheit und Gleichgewicht symbolisiert. Das Dreieck ist der Schlüssel der Geometrie und bildet die Grundlage für den goldenen Schnitt oder die göttliche Proportion. Es steht für die Dreifaltigkeit des Seins, als Produkt der Einheit von Himmel und Erde, die Summe von 1 und 2. Für Platon war das Dreieck das Symbol für Harmonie, Göttlichkeit und Proportion. Manche sagen, dass die Figur des Judas Thaddäus von dem Philosophen Platon inspiriert wurde, der gegen die Kirche gerichtete Ideen hatte. Sehr umstritten ist die Figur rechts von Jesus. Diese gibt Anlass zu einigen kontroversen Theorien, wie zum Beispiel die von beiden Autoren
Clive Prince und Lynn Picknett in The Templar Revelation oder von Dan Browns in The Da Vinci Code vertreten werden. Nach ihrer Hypothese ist nicht der Apostel Johannes gezeichnet worden, sondern Maria Magdalena. Wenn wir sie mit anderen Jüngern vergleichen, sehen wir, dass sie eindeutig weibliche Züge hat, lange gepflegte Haare und feine, harmonische Gesichtszüge. Auch die Schriftstellerin und Juristin Vittoria Haciel stützt diese Theorie, indem sie 1993 ein angebliches Dokument von Leonardo da Vinci veröffentlichte, welches die Existenz einer Frau an der Seite Jesu erwähnt. So verrät sie, dass Maria Magdalena sein Liebling unter den Jüngern war. Die Autoren verweisen auch auf die Knoten, die an den Enden des Tischtuches erscheinen. Im Italienischen hat das Wort Knoten, Nodo, die Bedeutung der Verbindung zur Familie. Möglicherweise wollte Leonardo da Vinci damit andeuten, dass es in der Szene eine ganz besondere Bindung gibt. Die Gesichter aller Personen drücken Überraschung und Empörung über die Offenbarung Jesu aus, mit Ausnahme von Maria Magdalena. Wäre Johannes abgebildet worden, müsste er genauso entrüstet wirken wie die anderen Apostel. Doch dies ist nicht der Fall. Es lässt sich vermuten, dass Maria Magdalena vorher bereits gewusst hatte, was Jesus sagen würde und deshalb so ruhig wirkt. Ein weiteres wichtiges Detail ist die Farbe der Kleidung der beiden Hauptfiguren. Maria Magdalena und Jesus, die beide blau und rot tragen, nur umgekehrt. Man kann es so interpretieren, dass dieses Detail ein Zeichen dafür ist, dass ihre Beziehung enger ist. Darüber hinaus gibt es einige, die glauben, das Kind von Jesus und Maria sehen zu können. Das vermeintliche Kind erscheint in einer sitzenden Position und demnach hätte Leonardo es so versteckt, dass der Kopf des Babys der Hals und der Rücken von Judas wäre und die Beine wurden als Arm dargestellt. Der Apostel Andreas scheint zusammen mit Bartholomäus und Jakobus das Kind anzuschauen und das Baby schaut seinerseits auch auf ihn. Wohl nicht ganz zufällig sind die drei wichtigsten Figuren, nämlich Jesus, die angebliche Maria Magdalena und ihr angeblicher Sohn, durch die hellblaue Farbe ihrer Kleidung perfekt miteinander verbunden. Auch die Apostel auf der rechten Seite scheinen auf das Baby zu schauen. Eine weitere prominente Figur ist Judas Iskariot, der sich auf einer Stufe unter den übrigen Jüngern befindet. Kurioserweise soll Leonardo da Vinci mehrere Gefängnisse besucht haben, um das Gesicht eines echten Verbrechers zu finden, der ihm als Vorlage für die Zeichnung von Judas Iskariot dienen sollte. Als er ihn fand, stellte er fest, dass er ihn kannte, denn es war zufällig dieselbe Person, deren Antlitz er einige Zeit zuvor verwendet hatte, um Jesus abzubilden. Ein eher seltsames Detail in dem Werk ist das Messer, welches Petrus in seiner rechten Hand hält. Einige haben es als die Ablehnung interpretiert, die Petrus gegenüber Maria Magdalena und natürlich auch gegen ihren Sohn hatte. Diese Interpretation geht auf die Unterstellung in den apokryphen Schriften zurück. Petrus sei ein Frauenfeind gewesen, das heißt, er habe Frauen gehasst. Dort heißt es beispielsweise, Petrus, du warst schon immer jähzornig, jetzt sehe ich dich als Frauenfeind. Und im Thomas-Evangelium fordert Petrus, Maria Magdalena soll aus unserer Mitte fortgehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. An einer anderen Stelle fragt Petrus, warum musste er ihr Dinge beibringen, die er uns nicht gelehrt hat? Auch im Philippus-Evangelium heißt es, drei Frauen hatten ständig Umgang mit dem Herrn, seine Mutter Maria, seine Schwester und Magdalena, die seine Gefährtin genannt wird. Es gibt eine sehr interessante Bemerkung der Restauratorin Pinin Brambilla Barcillon, die das Originalfresko in Mailand bearbeitet hat. Denn auf der Kopie des Abendmahls, das in der Abtei Tongerlo bei Westerlo in der Provinz Antwerpen in Belgien zu sehen ist, fand sie Folgendes. Obwohl 90% des Gemäldes nicht von Da Vinci, sondern von seinen Schülern gefertigt wurde, gibt es zwei Figuren, die von ihm selbst gemalt wurden, nämlich Jesus und den Apostel Johannes, die angebliche Maria Magdalena. Hieran lässt sich ablesen,
wie wichtig Leonardo da Vinci, diese beiden Figuren im Vergleich zu den anderen waren. Im letzten Abendmahl gibt es zu viele Details, die zeigen, dass da Vinci die apokryphen Evangelien kannte, die von der Kirche verworfen und von der Geschichte gelöscht worden waren, als ob sie es nie gegeben hätte. Es ist eine Tatsache, dass dieser große Künstler uns jene andere Wirklichkeit zeigt. Obwohl man sie für immer vor uns verborgen halten wollte, wusste er die Wahrheit durch seine Kunst und auf so intelligente Weise für uns sichtbar zu machen. Es besteht kein Zweifel, dass das weltberühmte Gemälde des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci das großartige Meisterwerk eines Genies ist.